Ein Sophist, wenn man es kurz ausdrücken möchte, ist ein hochspezialisierter Berater für die Bereiche Business Analyse, Requirements Engineering oder Systems Engineering. Und dabei aber trotzdem locker ist, sympathisch ist. Also wir sind ein bunter Haufen von Leuten, die einfach wissen, wovon sie reden. Ich habe Informatik studiert an der FH in Nürnberg und danach ganz viele Zusatzausbildungen gemacht im Bereich NLP, im Bereich Psychologie, im Bereich Sprache. Ich habe mein Diplom in Geografie gemacht. Ich habe Informatik studiert an der FH in Nürnberg und habe aber gemerkt, das ist nicht so meins. Und dann habe ich nach einem Ausbildungsplatz gesucht als Fachinformatiker und dann habe ich mich beworben, wurde genommen und jetzt bin ich hier. So bin ich hier bei Sophist gelandet und habe den Schritt niemals bereut. Ich möchte was verändern. Ich möchte, dass dieses allgemeine Unwohlsein über diese Projekte, die schieflaufen, aufhören. Und dachte mir, wo kann ich es besser lernen als bei Sophist? Deswegen bin ich hierher gekommen und bin mittlerweile auch Berater und Trainer fürs Requirements Engineering. Ein Berater, der geht tatsächlich einfach zum Kunden, der wird in ein Projekt verkauft, in einer gewissen Rolle. Typischerweise kommen wir in ein Unternehmen, wenn die Firma oder die Abteilung Optimierungsbedarfe festgestellt hat oder auch von der Behörde, dem Gesetz, gezwungen wird, an ihren Prozessen, an ihren Methoden etwas zu verbessern. Meistens ist es ja so, dass der Kunde mit seiner bestehenden Situation unzufrieden ist. Das bedeutet, wir haben die Aufgabe als Sophisten, ihre Situation in ihrem Projekt zu verbessern. Wir sind in verschiedenen Branchen unterwegs, also von Medizinwesen, Automotive, Elektronik, Energieversorger, Banken, Versicherungen, was es nicht alles gibt. Also wir gehen mit unserem Methodenbaukasten ja wirklich in alle Branchen hinein, um den Leuten zu helfen. Da sammelt sich viel Wissen an. Wir haben typischerweise ein sehr hohes Interesse an der Fachlichkeit, mit der der Kunde sich befasst, für die er eigentlich brennt. Wir nehmen das Ganze auf und wir sortieren das, schreiben das nieder, strukturieren das. Sei es zum Beispiel eine Nachvollziehbarkeit sicherzustellen, das Testen zu optimieren gegenüber Anforderungen oder Ähnliches. Und damit können wir natürlich das Risiko minimieren, dass irgendwelche unnötigen Schritte oder Fehler doppelt gemacht werden. Ich glaube, dass der Kunde oder die Leute im Projekt immer versuchen, ihr Bestes zu geben. Ansonsten wäre es ja mutwillige Sabotage. Der Kunde ist sehr, sehr oft einfach schon tief in der Thematik drin und es kann gar nicht mehr davon weggehen. Und wir gucken da extern drauf und haben da sehr oft eine andere Meinung und können den Kunden dann aber auch oftmals überzeugen davon. Also das ist, glaube ich, ein sehr großer Vorteil für die Kunden, da eine externe Beratersicht drauf zu bekommen. Weil IT-Projekte sind hochkomplex, es kommen sehr, sehr viele neue Technologien, neues Wissen rein. Also auch die Welt da draußen dreht sich weiter. Also auch wir müssen mit der Zeit gehen. Und da sind zwischendurch schon echt knackige Themen dabei, wo auch unsere BeraterInnen sich erstmal hinsetzen müssen und wirklich knobeln und überlegen, was jetzt da der richtige Lösungsansatz ist. Also da kann es auch mal vorkommen, dass man mal den nächsten guten Kollegen so grundsätzlich um Rat fragt, um sich einfach gegenseitig da noch so ein bisschen, ja, den besten Ansatz halt rauszukitzeln. Aber schlussendlich müssen die Leute lernen, selber zu lernen und selber Sachen in Frage zu stellen und selber zu optimieren. Wir erkennen an, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat und versuchen das dann auch in den Teams, wie ich es bisher kennengelernt habe, so einzusetzen. Und zwar nicht nur, dass wir vorbeikommen und sagen, ich glaube, Sie sollten mal die Sätze ein bisschen anders schreiben, sondern wirklich die Leute dazu zu bringen, für sich zu schauen, in welcher Situation ist gerade dieses Projekt, was macht dieses Projekt so besonders und wie sollte ich in dem Projekt gehen. Es ist sehr positiv zu sehen, dass das Wissen, was weitergegeben wird, dann auch angewandt wird. Das ist sehr schön, wenn dann dort auch eine Verbesserung, allgemeine Verbesserung von der Gesamtstimmung vorhanden ist, denn sie sind nun zufrieden mit der neuen Methode, ihnen wird das Leben erleichtert sozusagen. Das ist ein sehr schöner Aspekt davon. Weil wir normalerweise nicht von außen sagen, das ist der richtige Weg, sondern wenn man das wirklich nachhaltig macht, es so ist, dass wir die Leute begleiten, um ihren richtigen Weg zu finden. Sie brauchen in Ihrem Team Unterstützung von richtig kompetenten Beratern? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an vertrieb@sophist.de.
oder Sie würden gerne in einem richtig kompetenten Team im Bereich AI arbeiten und forschen, dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung an deinezukunft@sophist.de. Wir freuen uns.